Hallo Freunde, mein Name ist Stefan mit PH und willkommen zu meiner Einführung in die Philosophie und ihre Geschichte. Thema heute: Thomas Hobbes und der Leviathan. Sein Hauptwerk, in dem er das Konzept des Staates auf bis dahin nicht dagewesene Art denkt, als einen gemeinsamen Vertrag, auf den wir uns als Menschen einlassen, um einem gewalttätigen und unzivilisierten Naturzustand zu entgehen. Thomas Hobbes wurde 1588 geboren und starb erst 1679, womit sein Leben gewissermaßen in den Epochenumbruch zwischen ausgehendem Mittelalter und früher Neuzeit fällt. Besonders in seinem Denken niedergeschlagen hat sich dies in Form einer starken Prägung durch die Naturwissenschaften, die in dieser Zeit immer größeren Einfluss gewannen. Er gilt heute als einer der Wegbereiter des Empirismus, also einer auf den Sinnen und Beobachtungen basierenden Suche nach Erkenntnis. Hobbes lebte in einer Zeit der politischen Umbrüche in England, allen voran der englische Bürgerkrieg zwischen parlamentarischer und monarchischer Staatsführung und deren jeweiligen Anhängern. Er selbst befürwortete die Souveränität des Königs, was ihm im Laufe seines Lebens gleichermaßen Freunde wie Feinde machte. 1651, zwei Jahre nach Ende des Bürgerkriegs, der mit der Hinrichtung Karl I. und einer temporären Abschaffung der Monarchie endete, schrieb Hobbes den Leviathan und entwickelte eine politische Theorie des Staatsabsolutismus, der Bedingung und Notwendigkeit von Herrschaft. Um die Relevanz und die damalige Sprengkraft des Werkes einordnen zu können, muss man sich klarmachen, dass bis zu diesem Zeitpunkt in Philosophie und Wissenschaft das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen gewöhnlich als Natur oder gottgegeben angesehen wurde. Es gab selbstverständlich noch keine Anthropologie, kein Wissen über die Entstehung von Gesellschaften. Es gab gerade einmal die allerersten Versuche, das Alter der Erde überhaupt wissenschaftlich zu bestimmen. Und noch in dem im Jahr 1650 erschienenen Usher-Lightfoot-Kalender wurde dieses Alter, aus Angaben in der Bibel errechnet, auf 4004 vor Christus datiert. Und jetzt kommt dieser Hobbes und beschreibt den Staat und unser Zusammenleben als etwas Künstliches, das eigentlich genau gegen die menschliche Natur gerichtet ist. Als etwas geschichtlich Gewachsenes, etwas wissenschaftlich Fassbares, Analysierbares und Kritisierbares. Es gibt dazu die nicht vollständig belegte Anekdote, dass es Galileo Galilei war, der Hobbes dazu geraten hat, seine Staatsphilosophie nach der wissenschaftlich-analytischen Methode aufzubauen. Also die Idee des Staates in seine Einzelteile zu zerlegen und auf dieser Basis zu untersuchen. An dieser Stelle einen großen Dank an alle, die mich auf Steady oder mit Einzelspenden unterstützen oder einfach mit einem Abo oder Like. Auf Steady gibt es übrigens als Dankeschön für euren Support mittlerweile eine Art Mini-Podcast, in dem ich immer mal wieder meine Gedanken zu verschiedensten Themen teile und über Projekte berichte, an denen ich aktuell arbeite. Links zu all dem findet ihr in der Videobeschreibung. Hobbes baut seine Staatstheorie im Leviathan auf einem, sagen wir mal, pessimistischen Menschenbild auf, das sich in seiner Vorstellung von dem manifestiert, was er den Naturzustand nennt. In diesem hypothetischen Naturzustand, in dem er sich das Leben des Menschen vorstellt, bevor es irgendwelche Formen gesellschaftlicher Regeln gab, herrscht unter den Menschen ein Krieg aller gegen alle. Bellum omnium contra omnes. Ein berühmter Ausdruck von ihm lautet: Der Mensch ist dem Menschen Wolf. Homo homini lupus. In diesem Zustand gibt es lediglich das Gesetz der Natur und das Interesse am Selbsterhalt. Eine Einigung auf gemeinsame Gesetze oder Regeln ist nach Hobbes kaum möglich, da der Mensch nie sicher sein kann, dass der oder die andere sich auch an diese hält. Ich sage ja, ein eher pessimistisches Menschenbild. Der Mensch ist durch seinen über allem stehenden Selbsterhaltungstrieb ein nicht soziales Wesen. Wie bekommen wir den Menschen also heraus aus dieser Welt des Konflikts und der Gewalt? Hobbes Antwort darauf ist: Nur indem wir einen Teil der Kontrolle, unserer Souveränität, abgeben an eine höhere Autorität im Rahmen eines gemeinsamen Vertrags. Nur so können Frieden und Sicherheit in das Leben der Menschen einziehen. Einziger verbindender und kleinster gemeinsamer Nenner des Menschen sei, wie gesagt, sein Drang zu überleben, und Hobbes meinte, dass alle Menschen dieser Grundprämisse zustimmen können. Auf diesem gemeinsamen Drang baut Hobbes die Staatsphilosophie auf, die heute als aufgeklärter Absolutismus bezeichnet wird. Der Weg aus dem ewigen Krieg zwischen den Menschen gelingt bei Hobbes über das, was er den Gesellschaftsvertrag nennt. Der Mensch, und zwar jede einzelne Person als Individuum, muss einen Teil seiner Freiheit im Naturzustand, sein Recht auf Selbsterhaltung, sich gewaltsam durchzusetzen und uneingeschränkt seinen Interessen zu folgen, abgeben an ein Souverän, das die Geschicke der Menschen überblickt und steuert. Etwa einen Monarchen. Dieser gibt den Menschen im Gegenzug Sicherheit und verhindert zum Beispiel Bürgerkriege.
Wir müssen uns nicht mehr einfach darauf verlassen, dass auch die anderen Menschen sich an Verträge und Gesetze halten, auf die wir uns geeinigt haben, das überprüft und im Falle eines Verstoßes sanktioniert die besagte Autorität für uns. Den idealen Staat beschreibt Hobbes wie folgt. Der große Leviathan, so nennen wir den Staat, ist ein Kunstwerk oder ein künstlicher Mensch, obgleich an Umfang und Kraft weit größer als der natürliche Mensch, welcher dadurch geschützt und glücklich gemacht werden soll. Sehr gut lässt sich diese Vorstellung des Staates auch auf dem Titelblatt der 1651 erschienenen Erstausgabe des Leviathan betrachten. Der Herrscher überblickt hier das Land, überragt alles als ein riesiges Wesen biblischen Ausmaßes, daher kommt übrigens auch der Titel, der Leviathan ist ein mythologisches Seeungeheuer aus dem Buch Hiob im Alten Testament, aber wenn wir genauer hinsehen, entdecken wir, dass dieses Wesen aus Teilen besteht. Aus den Tausenden oder Millionen von Menschen, die sich entschlossen haben, einen Teil ihrer Souveränität auf den Leviathan zu übertragen, die also dem Gesellschaftsvertrag zugestimmt haben. Ich will an dieser Stelle noch einmal kurz betonen, dass es sich bei Hobbes' Naturzustand und Gesellschaftsvertrag eher um hypothetische, methodisch bedingte Konstrukte handelt, als um eine tatsächliche Geschichtserzählung. Es geht also darum, ein Gerüst zu schaffen, von dem aus wir über Staat, Autorität und Gesellschaft nachdenken können. Über etwas also, das, wie ich schon erwähnt habe, zuvor meist einfach als Natur oder Gott gegeben betrachtet wurde. Bei Hobbes wird der Staat viel eher als eine kunstvolle Maschine begriffen. So schreibt er etwa in De Schive über den Bürger, einem Werk, das dem Leviathan vorausging, wir wollen nun auf den Naturzustand zurückgehen und annehmen, dass die Menschen, gleichsam wie Pilze, plötzlich aus der Erde hervorgewachsen und erwachsen wären. Man kann, und tut es in der Rezeption von Hobbes auch, durchaus darüber streiten, ob es Einfluss auf die Relevanz von Hobbes' Überlegung hat, dass sie eben auf vor allem methodisch bedingten Konstruktionen beruhen und nicht auf gesicherten Erkenntnissen. Abschließend stellt sich die Frage, wieso ist so eine analytische Betrachtung von Herrschaft und Staat überhaupt nützlich? Was hat Hobbes damit erreicht? Ich will Ihnen nur ein kleines Beispiel geben, um einen Eindruck davon zu vermitteln. Wenn wir Hobbes ein Stück weit folgen, können wir im Sinne des Gesellschaftsvertrags zum Beispiel die Frage stellen, schafft es der Staat, mich als Gegenleistung zu den Freiheiten und der Macht, die ich abtrete, ausreichend zu schützen? Eine Frage, die wenig Sinn ergibt, wenn der Staat sowieso Gott gegeben ist. Und selbst bei einem einzelnen Gesetz könnten wir uns im Sinne Hobbes fragen, ist dieses Gesetz etwas, auf das wir uns alle als freie einzelne Individuen einigen würden, wie auf den allgemeinen Gesellschaftsvertrag? Wenn die Antwort nein ist, hätten wir einen guten Grund, besagtes Gesetz abzulehnen. Beenden wollen wir das Video mit einer Frage, denn wenn uns etwas aus dem Naturzustand führt, dann ist es wohl die Frage. Was meint ihr? Braucht der Mensch auf jeden Fall eine Autorität, die seine schlechten Eigenschaften im Zaum hält? Oder könnt ihr euch eine Gesellschaft vorstellen, in der auch anders ein friedliches Zusammenleben möglich ist? Hinterlasst mir eure Gedanken dazu in den Kommentaren und wir sehen uns das nächste Mal wieder.